Herzlich willkommen zu einem neuen FPÖ-TV-Magazin. Wir haben diese Woche folgende Themen vorbereitet. Die Stadtgemeinde Schwechat hat schwer an einem roten Finanzskandal zu nagen. Offenherzige US-Diplomatie und die Schweizer Volksabstimmung dominieren aktuell die heimischen Schlagzeilen. Christenverfolgungen stehen weltweit auf der Tagesordnung. Was tut die Politik? Das Multiversum Schwechat, die Halle für alle, wie sie der damalige Schwechater SPÖ-Bürgermeister Hannes Fazekas nannte, schaffte es immer wieder in die negativen Schlagzeilen zu kommen. Das 2011 eröffnete Veranstaltungszentrum brachte schon von Beginn an Schwechat unter Druck. Die Mehrzweckhalle kämpft bis heute mit den Folgen der roten Misswirtschaft. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projekts sei schon von Beginn an zweifelhaft gewesen, kritisierten die Prüfer des Rechnungshofes. Neben einer Verdoppelung der Baukosten und einem schwer defizitären Betrieb der Halle wurde auch der ehemalige Tischtennis-Weltmeister Werner Schlager Opfer von falschen Versprechungen der roten Stadtverwaltung. Schwechat, eine Stadtgemeinde mit rund 17.000 Einwohnern südöstlich von Wien. Kaum eine Gemeinde in Österreich hat so hohe Einnahmen pro Kopf wie Schwechat. Trotzdem kämpft die Stadt mit heftigen finanziellen Problemen. Der Grund? Das 2011 eröffnete Multiversum. Bei Planung und Bau der Mehrzweckhalle dürfte einiges schiefgegangen sein. Es geht um Haftungen und andere Geschäfte, die ohne Genehmigung durch die Gemeinderatsaufsicht durchgeführt wurden. Statt 30 Millionen Euro soll das Projekt mehr als 50 Millionen gekostet haben. Der Hintergrund ist jener, dass bei den Kreditvergaben auch Haftungs- und Garantieerklärungen gefordert wurden, klarerweise von den Banken. Und so muss man heute feststellen, dass die Stadt Schwechat zwar bei großen Kommunaleinnahmen, Stichwort Flughafen Wien, OMV, doch bei diesem Multiversum-Debakel über 30 Millionen Euro an Haftungen übernommen haben. Also hier ist ein Millionengrab entstanden, was die Stadt Schwechat vermutlich nicht mehr bewerkstelligen wird können. Der Rohbericht des Rechnungshofs kritisiert, dass der Bau der Halle nur auf Basis eines ersten Entwurfs des Businessplans beschlossen wurde. Des Weiteren wurde 2010 ein Fördervertrag zwischen dem Bundesministerium für Sport und dem Multiversum abgeschlossen. Der Fördergegenstand war die Errichtung der Werner Schlager Akademie, ein international anerkanntes Tischtennistrainingszentrum. Auch hier hat die Stadt Schwechat ihre Profitgier in den Vordergrund gestellt. Es wurde eben geplant, von Anfang an seitens der Stadt mich als Fördertool in dem Sinn zu missbrauchen, dass sie mich von der Unterstützung seitens der Stadt immer ganz kurz halten, so dass ich halt gerade leben kann, ja, aber nicht im Sinne von der eigentlichen Sache. Und auf der anderen Seite mich immer zu Bund und Land schicken und sagen, ja bitte, du bist ja der Bekannte Werner Schlager und du hast ja so eine tolle Halle, lauf bitte um Fördergelder. Und genau das habe ich gemacht. Nicht nur für den Leistungssportler Werner Schlager steht seine ganze Karriere auf dem Spiel, sondern auch viele talentierte Sportler leiden unter dem roten Finanzdebakel. Bei dieser Sporthalle handelt es sich erneut um eine Sportplanung am Bedarf der Sportler vorbei. Also es handelt sich wieder um ein SPÖ-Projekt, was nicht dadurch glänzt, dass in dieser neuen Sporthalle jetzt irgendwelche sportlichen Glanzleistungen stattfinden, sondern dadurch, dass es dort eine Misswirtschaft, ein Pfusch, ein Kriminalfall daraus geworden ist. Durch die Finanzschwierigkeiten gab es 2012 im Fördervertrag eine Veränderung. Die Mehrzweckhalle wurde zum Fördergegenstand. Das Sportförderungsgesetz wurde somit rechtlich umgangen. Denn ohne die Werner Schlager Akademie wären die Förderungen nicht genehmigt worden. Der bereits zurückgetretene SPÖ-Bürgermeister Hannes Fazekas und seine roten Genossen haben ihre Kompetenzen massiv überschritten. Daher fordern die Freiheitlichen eine lückenlose Aufklärung der Causa. Wir werden diese gesamten Daten und Fakten jetzt zusammenfassen. Es sind bereits Juristen in unserer Partei damit befasst, eine umfassende Strafanzeige vorzubereiten. Den verantwortlichen SPÖ-Politikern drohen dann neben den politischen auch juristische Konsequenzen. Sie haben Schwechats guten Ruf als Sportstadt verspielt. Die aktuellen Schlagzeilen beschäftigen sich derzeit stark mit dem Geschehen rund um die EU. Da gibt es eine eher unfeine Äußerung der US-Europabeauftragten Victoria Nuland über die Europäische Union. Und die Schweiz hat vergangenes Wochenende mit einem Ja gegen eine weitere Massenzuwanderung gestimmt. In dieser Woche kommentiert für uns der freiheitliche Europaparlamentarier, Spitzenkandidat für die EU-Wahl im Mai, Andreas Mölzer. Die Ausführungen der US-Spitzendiplomatin Victoria Nuland zur Europäischen Union haben für große Aufregung gesorgt.
Worte, die allerdings symptomatisch erscheinen für die Beziehung zwischen EU und USA. Die EU-Außenpolitik ist ein wahrer Jammer. Und wenn die US-amerikanische stellvertretende Außenministerin gesagt hat, fuck die EU, dann zeigt sie mit dankenswerter Offenheit, wie die Amerikaner über uns denken. Wir müssen uns von den Amerikanern emanzipieren und mit unseren großen östlichen Nachbarn, insbesondere den Russen, ein neues Verhältnis entwickeln. Bei einer Volksabstimmung haben sich die Schweizer am Sonntag gegen Masseneinwanderung und damit für ein Zuwanderungslimit ausgesprochen. Ein Schuss ins Knie oder doch eine selbstbewusste Geste mit sachlicher Rechtfertigung? Die Schweiz ist ein Vorbild für uns alle in Sachen direkte Demokratie. Und da hat die Mehrheit der Bevölkerung im Jetzt dafür optiert, dass die Zuwanderung, die Massenzuwanderung begrenzt wird. Das ist ein vernünftiger Schritt und wir Österreicher sollten uns daran ein Beispiel nehmen. Die Niederlassungsfreiheit, sie berechtigt EU-Bürger, sich in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union niederzulassen, wird von so manchen auf Teufel heraus verteidigt. Um Massenzuwanderung einzudämmen, würden aber bei dieser Grundfreiheit Grenzen notwendig sein. Niederlassungsfreiheit ist wie alle Freiheiten auch begrenzt. Dort, wo nämlich andere Interessen tangiert werden. Und wenn es das Interesse unseres heimischen Arbeitsmarkts gebietet, wenn die Frage der Armutsmigration es gebietet, dann muss es möglich sein, plebiszitär mittels Volksabstimmungen zu erheben, welche Quote wir wollen, welche Quote die Österreicher wollen oder auch die anderen europäischen Völker. Für FPÖ-Chef HC Strach ist es jedenfalls höchste Zeit, dass die Politik anfängt, auf das Volk zu hören. Im Sinne einer Aufwertung der direkten Demokratie sollen über dieses Thema auch die Österreicher abstimmen können. Er fordert deshalb auch hierzulande eine Volksabstimmung über eine Zuwanderungsbegrenzung, um der ungezügelten Massenzuwanderung gegenzusteuern. Es ist höchste Zeit, dass die Politik anfängt, auf die Bevölkerungen zu hören und nicht ständig versucht, die eigene Bevölkerung zu bevormunden. Und ich bin überzeugt, dass auch in jedem anderen westlichen EU-Land eben eine Volksabstimmung zu diesem Thema der Zuwanderungsbegrenzung ähnliche Ergebnisse bringen würde wie in der Schweiz. Auch rund um die Entscheidung, wie es mit der Hypo Alpe Adria weitergehen wird, setzt HC Strache jetzt klare Zeichen. Das jetzt von der Regierung gewählte Modell einer staatlichen Abwicklung sei nichts anderes als eine Verschleierungstaktik. Die Fakten müssen aber rasch auf den Tisch. Wir haben es mit einer Notverstaatlichung im Jahr 2009 zu tun, wo der Begriff eine Lüge ist. Die damalige Zwangsverstaatlichung war keine Notverstaatlichung. Das war eine Verstaatlichung ohne Not, aber ein Zwang für die österreichischen Steuerzahler, für Kosten und für einen Schaden aufzukommen, wo die Österreicher gar nichts mehr damit zu tun gehabt haben. Und genau das muss endlich auch aufgearbeitet werden. Wir haben es mit einem Milliardengrab zu tun, wo ich sage, dieses Milliardengrab hat eine rot-schwarze Bundesregierung den Steuerzahlern letztlich jetzt hinterlassen. Und diese Regierung hat das auch zu verantworten. Und wir werden bei diesem Milliardengrab, das rot und schwarz jetzt versucht, sozusagen auf die Österreicher umzuwälzen, mit Sicherheit nicht tatenlos zusehen. Da braucht es einen Untersuchungsausschuss. Und ich sage, da sind wir Freiheitlichen der Schutzpatron der österreichischen Steuerzahler. Eine Sondersitzung im Parlament zur Causa Hypo Alpe Adria wurde bereits fixiert. Am Montag wird sich der Nationalrat ausführlich dieser Sache widmen. Und nun zu etwas ganz anderem, zum leider immer wieder aktuellen Thema Christenverfolgung. Ein Tabu in vielen westlichen Ländern, so leider auch in Österreich. Aus Toleranz vor Muslimen, aber auch aus diplomatischen Gründen meiden Politiker und die Kirche dieses Thema weitgehend. Man versteift sich lieber auf den politisch korrekten Begriff des Dialogs, bevor man in eine ausländerfeindliche Schublade gesteckt werden könnte. Doch was helfen salbungsvolle Worthülsen, wenn sich die Situation der größten Religionsgemeinschaft der Welt im abgelaufenen Jahr drastisch verschlechtert hat? Jedes Jahr veröffentlicht das überkonfessionelle christliche Hilfswerk Open Doors den Weltverfolgungsindex. Damit soll die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die 50 Länder gerichtet werden, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Derzeit werden etwa 100 Millionen Christen aufgrund ihres Glaubens unterdrückt oder mit Gewalt zur Aufgabe ihrer Religion gezwungen. Sie sind damit die am stärksten verfolgte Glaubensgemeinschaft weltweit. Wir versprechen uns damit, dass die Situation derer, die in den Untergrund abgetaucht sind und die keine Stimme haben in Verfolgungsländern, damit eine Stimme bekommen. An der Spitze des Weltverfolgungsindex steht zum 12. Mal in Folge das kommunistische Nordkorea. Dort wird unter Herrscher Kim Jong-un bereits der Besitz einer Bibel mit Todesstrafe oder Arbeitslager für die gesamte Familie geahndet.
Neueste Berichte schätzen die Zahl der Insassen in politischen Straflagern auf etwa 150.000 bis 200.000. Auf den folgenden 9 Plätzen liegen Staaten, in denen der Islamismus die Hauptquelle der Verfolgung darstellt. Infolge des 2,5 Jahre andauernden Bürgerkriegs ist Syrien auf dem Weltverfolgungsindex gegenüber dem Vorjahr von Platz 11 auf Platz 3 vorgerückt. Seit Ausbruch der Kämpfe wird immer wieder von Gräueltaten gegen die christliche Gemeinde durch ausländische Dschihad-Gruppierungen berichtet. Wir haben hunderte von Märtyrern, getötete Christen und verbrannte Kirchen. Und man schätzt, dass aus diesem Grund bereits 500.000 Christen aus Syrien geflohen sind. Besorgniserregende Nachrichten kommen auch aus der wenig bekannten Zentralafrikanischen Republik. Der mehrheitlich christlich geprägte Staat landete auf Anhieb auf Rang 16 des Weltverfolgungsindex, nachdem dort Kämpfer der muslimischen Rebellenmiliz Seleka im März 2013 die Regierung gestürzt und anschließend das Land mit Gewalttaten gegen Christen und deren Kirchen überzogen hatten. Aufgrund einer sich weiter verschärfenden Christenverfolgung bittet Markus Rode um ein größeres gesellschaftliches Engagement. Wir appellieren eben an die Politiker, dass sie die Situation der Christen noch mehr auf die Tagesordnung setzen. In Deutschland ist das zum Großteil schon geschehen, aber in anderen Ländern gibt es noch massive Defizite. Ein solches Defizit ortet Konstantin Dobrilovic, Vorsitzender der christlich-freiheitlichen Plattform CFP, auch in Österreich. Leider Gottes passiert wirklich sehr zu wenig in der westlichen Welt und in den europäischen Medien wird sehr wenig darüber berichtet. Man kann bemerken, dass es jetzt nach dem Syrien-Konflikt vielleicht ein bisschen besser geworden ist, aber es ist immer noch zu wenig. Zu den alarmierenden Zahlen von Open Doors haben sich weder Bundeskanzler Faymann noch Vizekanzler Spindelecker in jüngster Vergangenheit geäußert. Auf politischer Ebene debattierte man über die Aufnahme syrischer Flüchtlinge, nicht über Maßnahmen, um die Menschenrechtsverletzungen gegen Christen zu sanktionieren, etwa durch Einfrieren von Hilfsgeldern. Wir müssen wirklich alle an einem Strang ziehen, sogar die Kirche, aber auch die Politik, um die Menschen wirklich wach zu rütteln, dass dieser Islamismus und diese Menschen, die dort unten ihr Wüten treiben, dass wir nicht dann zu spät aufwachen und dass sie dann bei uns in Europa vor der Tür stehen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und würde mich freuen, wenn Sie auch kommende Woche wieder bei uns vorbeischauen. Immer am Donnerstag ab 11 Uhr aktuell das FPÖ-TV-Magazin. Bis dann, auf Wiedersehen.